So, Leute, ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier. Heute für euch ein neues Video und in diesem Video habe ich wirklich sehr interessante Informationen bzw. Neuigkeiten für alle die immer selber entdeckerisch im Zombie-Modus waren, die immer selber forschen wollten und sich halt nicht immer gleich YouTube-Videos angeschaut haben, wie das und das geht. Und ja, und zwar unter anderem auch ich habe langsam die Hoffnung aufgegeben gehabt, dass es zum Beispiel in The Giant noch ein Easter Egg gibt, dass es in Shadows of Evil noch ein paar Mini-Easter Eggs gibt. Und ja, die Hoffnung beziehungsweise am Ende des Tunnels ist jetzt ein Lichtblick. Und zwar hat ein Programmierer es geschafft, sich in die Daten von Black Ops 3 reinzulesen, beziehungsweise hat es geschafft, zahlreiche Sicherheitsmechanismen, weil es war so, dass die Daten beziehungsweise ja, interessante Spieleinhalte verschlüsselt waren. Und der hat es jetzt geschafft, diese ja, Sicherungen zu umgehen und ist an ja, interessante Skripte gekommen, was Easter Eggs anbelangt. Und das Coole finde ich, beziehungsweise was ich sehr gut an dem finde, ist zum Beispiel jetzt direkt im ersten Beispiel, er sagt, es gibt eine Möglichkeit, das Schild zu verbessern. Er sagt aber nicht, wie diese Möglichkeit ist, beziehungsweise was man tun muss. Das heißt, er gibt uns einfach die Motivation und ja, den Rest muss man natürlich selber machen. Das finde ich richtig gut. Und ja, das war jetzt auch schon der erste Tipp, beziehungsweise die erste Information, die ihr gegeben habt. Gegeben hat. Und für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, diese Information hat sich jetzt, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich schon, ja, vor ein paar mehr Stunden bestätigt. Der Weg ist gefunden worden und wenn ihr wollt, kann ich da auch mal ein Tutorial dazu machen. Den zweiten Punkt, den er aufgelistet hat, der ist das Second Wonder Weapon that hasn't been found. Also er hat herausgefunden, dass es eine zweite Wunderwaffe gibt, die aber noch nicht gefunden worden ist. Und wer sich so ein bisschen in der Zombie-Community umhört, der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass doch ein paar Gerüchte aufgetaucht sind, die genau diese ja, These bestätigen. Dritter Punkt, the script for upgrading the Wonder Weapon we have found remains in the code even after the patch. Und es gab ein Skript, das besagt hat, dass man die Wunderwaffe verbessern kann. Und dieses Skript ist immer noch vorhanden, auch nach dem Patch. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass es die Wunderwaffe zu verbessern gab, beziehungsweise man konnte die Wunderwaffe mit Hilfe eines Glitches verbessern. Das haben sie ja natürlich jetzt gepatcht, weil es einfach ein Glitch war, der so nicht ja, hat sein können. Und es gibt aber immer noch die Möglichkeit, die Ma'agua, glaube ich, heißt sie, diese Waffe, die schwarze Löcher schießt, zu verbessern. Und da bin ich auch richtig gespannt, wie das sein soll. Und er meinte auch, das ist sein Favorit unter den ganzen Informationen. Nächster Punkt, a lot of scripts from Black Ops 2 is reused in Black Ops 3. Da meinte er aber auch in den Kommentaren, es kann natürlich sein, dass sie einfach, ja, Skripte, Daten von Black Ops 2 drin gelassen haben. Die müssen also nicht wirklich was bedeuten. Nächster Punkt finde ich auch sehr interessant. There are sword states that haven't been reached yet. Kurz und knapp, es gibt noch eine Möglichkeit, beziehungsweise mindestens eine Möglichkeit, das Schwert weiter zu verbessern. Und das finde ich auch richtig interessant, beziehungsweise das ist auch das Nächste, nachdem ich forschen will, beziehungsweise ja, nachdem ich ja mein Augenmerk drauf legen möchte. Und ja, mal schauen, vielleicht finde ich ja was. Nächster Punkt, there are indeed remaining Easter Egg in the game that haven't been found. Da hat das im Prinzip alles nochmal zusammengefasst. Es gibt halt noch Easter Eggs in dem Game, die halt noch nicht gefunden worden sind. Und hier kam auch die Frage, meinst du damit auch The Giant? Und er meinte The Giant, beziehungsweise ich habe The Giant nicht auf PC, da kann ich mich jetzt dazu nicht dazu äußern. Wenn ich es aber kann, werde ich natürlich euch auf dem Laufenden halten, was ich auch ziemlich cool finde. Das war's jetzt von meiner Seite. Am Wochenende werde ich wahrscheinlich einen Livestream geben, in dem ich mit ein paar Kollegen natürlich wieder nach den Easter Eggs suche. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Ansonsten schreibt mir eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Danke fürs Einschalten. Über ein Like würde ich mich freuen. Euer Grand Warlord.